So, also ich habe mir gedacht, dass wir uns aus unserem Sammelsurium verschiedener Chateaus, dass wir uns jetzt mal dem Château d'Aiguille zuwenden. Château d'Aiguille ist eine relativ neue Erwerbung, die ist jetzt 10 Jahre, also Bordeaux, um groß zu sein, braucht 15, 20. Aber zeigt heute schon im Markt, dass es ein Wein ist, der sehr gut läuft, in größeren Mengen, bei sehr guten Qualitäten mit einem sinnvollen Preis. Größere Mengen sind über 120, 140 bis 160, wahrscheinlich in Zukunft bis zu 200.000 Flaschen Erstwein. Also mittlerweile sind wir bei 50 Hektar, geteilt 80% Merlot und 20% Cabernet Franc. Ganz klar, wir sind auf Lehm, Ton, Kalk, wir haben den Felsen unter uns, auf 60, 70 Zentimeter haben sie den Felsen und somit ein kalter Boden, kalte Böden, automatisch Kalk, Kies wäre Cabernet Sauvignon. Aber hier auf dem rechten Ufer, besonders in den Côtes de Castillon, sind wir auf Kalkböden und da ist der ganz große König, ist unser Merlot. So, jetzt werden wir uns mal der Flasche näher tun. Also ich habe jetzt einen 2007er genommen, weil 2007er wurde grenzenlos durch die Presse geschickt, dass er nicht gut wäre, der Jahrgang. Dass er keine Farbe hätte und eine Katastrophe ist. Bestimmt ist es kein Wein, den Sie jetzt 20 Jahre lang in den Keller legen müssen, aber ein Wein, der extrem attraktiv ist, der wahnsinnig gut im Restaurant gehen wird und auch schneller trinkbar ist. Nicht ein Wein, den Sie jetzt dann lange zurücklegen müssen. Schauen Sie, der von Château d'Aiguille, der 2000er, fängt an aufzumachen. 2007, in 1, 2 Jahre können Sie anfangen zu trinken und dann in 10, 15 Jahren langsam fertig trinken. So. Also hier sehen Sie schon, dass es eine ganz dunkle Farbe ist. Fast so der Rand ist fast schon ins Dunkelrot, so fast einen bläulichen Touch hat. Das zeigt schon, dass wir hier auf dem Kalkboden produzieren wir extrem große Farbwerte. Also die Farbe ist, wie man so schön sagt, gratis. In der Nase kommen Sie immer wieder auf eine Wildkirsche, gemischt mit verschiedenen Gewürztönen. Und das ist immer sehr schön, dass man der Gewürzton Die Arme haben nichts bekommen. Ja. Ich leide an Durst. Ja. Und ich meine, was auch dann ganz gut durchkommt, ist die Frische. Also etwas Floraltöne, manchmal bis zur Minze. Das ist jetzt noch nicht so deutlich. Und Weine, die voll sind, die ganz große Fülle haben, mit einem guten, ja, schon sehr konzentrierten Tanningerüst. Also auf jeden Fall ein Wein, wo Sie nicht Angst haben müssen, dass Sie morgen wegschütten. Der wird locker in 10 Jahre alt werden. Nein, der persönlich natürlich jetzt nicht, weil so einen Wein können Sie nicht ganz schlecht machen. Also selbst der liebe Journalist vom Wein Spectator, James Suckling, der hat dem Wein 90 Punkte gegeben und die beste Note war, glaube ich, 92 in der ganzen Bordeaux. Also jetzt eher schon nicht besonders schlecht, aber es ist kein Jahrgang, der hochgejubelt wurde. Warum? Das ist immer die Frage, die sich immer stellt. Wenn Bordeaux nicht haltbar ist auf 20, 30 Jahre, gehen automatisch die Punktzahlen runter. Dass man trotzdem Weine machen kann, die extrem charmant sind, sich früher öffnen, das spielt dann keine Rolle mehr. Da kriegen Sie nicht mehr über 91, 92 Punkte. Es ist viel wichtiger zu sehen, wenn Sie in den Keller gehen, wann muss dieser Wein aufgemacht werden? Wann ist der trinkbar? Wann macht der wirklich Spaß? Wenn Sie jetzt einen 2005er aufmachen, schade, Kindermord. Wenn Sie jetzt einen 2007 wie ihn aufmachen und was natürlich noch schön wäre, wenn man dekantieren würde, kurz vorm Trinken, da haben Sie Spaß. Haben Sie Freude dran, mit Freunden. Und das ist doch genau das, was wir wollen. Wir wollen Harmonie ins Leben bringen, die wir selber brauchen. Und da kann ein Wein so Spaß machen. Und sie haben sich nicht ruiniert.
Also Sie haben schon diese Gewürztöne, Sie kriegen auch fast schon, wenn Sie eine Zigarre haben, eine Monte Cristo, also dieses leicht wilde Unterholz. Mund, die ganz große Fülle. Sehr. Ausladend, tapeziert den ganzen Gaumen, ganz große Tiefe und das Tannin ist schön eingebettet, hat eine gute Säure auch mit, wird mitgeführt. Also nicht ein Wein, der dieses Überweiche, dieses Überreife, sondern bringt diese Frische mit. Und ich glaube dazu, wenn man jetzt sich vorstellen würde, ein Entrecote Bordelais oder ein gutes Fleisch oder Wild, hervorragend passen. Ein Wein mit Rückhalt aber auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Wein ist knapp unter oder knapp über 20 Euro für den Endverbraucher. Was natürlich ein Preis-Qualitätsverhältnis ist, das natürlich super ist. Und da sieht man auch wieder, dass Bordeaux eben auch sehr gut und günstig sein kann. Letztens hat mir ein Amerikaner erzählt, dass gerade dieser Wein, also Aiguille, das Château, das hätte eine ganze Menge Amerikaner wieder zu Bordeaux gebracht. Qualität, Preis. Und kein anderer Grund, das ist kein geschmacklicher Grund. Sicher ist es, glaube ich, ein geschmacklicher Grund, weil man muss schon sagen, dass das ein Wein ist, der reif ist. Also Sie haben keine grünen Töne, Sie haben also das, was ja früher oftmals in Bordeaux angesehen wurde, das ist so leicht eine Schwellenreifung war, das ist hier nicht rein. Er ist extrem voll, er ist geschmeidig und das ist, sagen wir mal, das ist ein modernerer Wein, ohne dass ich jetzt eine Napa-Welle hier produzieren will. Das kann ich auch gar nicht. Säure ist natürlich in einem solchen Wein relativ hoch. Wir sind auf einem Kalkboden. Kalk produziert auf der einen Seite Alkohol, aber auf der anderen Seite auch Säure. Wir haben hohe Säurewerte, tiefe pH-Werte, also wenn man diesen Wein jetzt trinkt, pH-Wert 3,45 und Säure bei 3,8, müssen Sie aber in Deutschland mit 1,5 multiplizieren, weil die Franzosen alles anders messen. Ich würde sagen, dass man hier gerade in Aiguille kann man ruhig anfangen, seitdem wir es übernommen haben. Wir haben jetzt einen sehr schönen 99er, der ist wunderschön heute zu trinken. Einen ganz besonders attraktiven 2001er mit einer unwahrscheinlich schönen Komplexität. Auch jetzt anfangen zu trinken, aber keine Eile. 2000, bitte 2 Stunden vorher dekantieren und wenn Sie ihn morgen trinken, machen Sie keinen Fehler. 2002 ist ein Wein, der sich auch schneller gibt, kein ganz großer Jahrgang, aber auch ein sehr schöner runder Jahrgang. Kann man jetzt anfangen zu trinken oder in den nächsten 2-3 Jahren anfangen. 2003 ist normalerweise in Bordeaux, habe ich jetzt nicht immer das beste Gefühl zu 2003, vor allem nicht dort, wo die Böden etwas leichter sind. Hier in Aiguille ist es ein Boden, der eben Kalk ist, der Lehmton-Kalk ist und dadurch natürlich auch seine Frische behält, aber schon etwas Überseewein präsentiert. Also diese, ich meine, in Kalifornien lieben die Leute solche Weine. Ich bin da vielleicht etwas klassischer. Aber ein Wein, den man sicher noch in den nächsten 10 Jahren gut trinken kann. 2004 ist noch jung, aber bietet sich schon schön. 2005 bitte die Kisten im Keller lassen und ganz unten und sich draufsetzen. Und also wirklich, dass man da nicht rangeht, weil da betreiben sie einen Kindermord. 2006 ähnlich. 2007 wird sich, wie wir gerade gesehen haben, schneller geben. 2008 weglegen und 2009 sprechen wir nächstes Mal drüber. Aber ganz großer Jahrgang, aber ähnlich wie 2005, vergessen erstmal. Danke. Bitte.